Frage nicht gemeint. Ich kann verstehen, dass da große Enttäuschung ist. Wie haben Sie das Spiel erlebt heute? Ich denke, es war ein gutes Spiel für die Zuschauer. Sehr interessant. Es ging in beide Richtungen. Wir hatten unsere Chancen, Leon hatte ihre Chancen. Wir hatten eine lange Saison. Die letzten Spiele waren auch nicht einfach für uns, Pokal und so, aber ich weiß, dass meine Mannschaft kämpfen kann. Also das wäre eigentlich egal gewesen, wir hätten es durchgezogen, aber es war dann halt doch zu schwer zu zehnt gegen Lyon. Und die haben halt noch neue Spielerinnen reingeworfen und für uns hätte es wirklich gebraucht, dass alle gesund bleiben und dass wir das Spiel zu 11 zu Ende spielen können. Du hast ja selbst in Frankreich gespielt und du weißt ja auch, die Liga ist nicht so schwer wie die deutsche Liga. Kann das ein großer Unterschied sein? Ihr müsst ja jede Woche kämpfen. Die haben eigentlich nur drei oder vier Spiele in die Liga, wo sie kämpfen sollen. Ja, also es kann ein Vor- und Nachteil sein. Ich sage mal, wir kennen das halt, dass es schwer ist in dem Spiel. Das kann auch ein Vorteil sein für uns, dass wir jedes Wochenende kämpfen müssen. Heute war es wahrscheinlich eher ein Nachteil, weil, ja, ich sage mal, drei von unseren Schlüsselspielern waren angeschlagen, ins Spiel gegangen und das war einfach schwer dann. Wir hätten alle gebraucht, alle hätten so fit sein sollen wie vielleicht vor vier Wochen und dann hätten wir das auch geschafft. Ja. Letzte Frage, wie ist es, um hier in Ukraine zu spielen, in einer französischen, einer deutschen Mannschaft, Ukraine, wie hat dir das gefallen? Ich fand, es war eine sehr gute Stimmung im Stadion. Wir wurden auch sehr herzlich empfangen, also alles war perfekt organisiert. Ich war noch nie zuvor in der Ukraine, aber die Stadt, also Kiew, ist sehr schön. Wir konnten uns auch ein bisschen umschauen und man hat gesehen, dass zwei Champions-League-Spiele stattfinden diese Woche. Also ich finde, die Stadt hat sehr viel dafür gemacht, dass viele Leute ins Stadion kommen und ja, also es waren viele da, das Stadion war fast voll und es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Okay. Und ich sage Kopf hoch und Sonntag ein Sieg gegen Bayern München. Ach, ja. Und dann ist es wieder schön. Ja, mal schauen. Okay, danke. Danke auch.